Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battle Royale hier auf meinem Kanal. Und wie ihr sicherlich schon am Titel gesehen habt, werden wir heute ein Team Battle Royale machen. Das heißt, es werden immer jeweils zwei Dinosaurier der gleichen Art zusammenkämpfen gegen andere Teams. Und das Team, was am Ende dann übrig bleibt, es kann natürlich sein, dass nur einer übrig bleibt oder halt beide, das wird auf jeden Fall gewinnen. Und für die Gewinner gibt es wie immer einen 5 € Amazon-Gutschein. Das heißt, heute wird es auf jeden Fall zwei Gewinner geben. Ihr habt wieder fleißig unter das letzte Battle Royale Hashtag BR kommentiert und wir werden jetzt die Dinosaurier freilassen und dann werden wir sehen, wer hier die Dinosaurier übernehmen wird. Der erste Kandidat für Team Dilophosaurus, das ist Gigilas 2006. Als zweites für Team Dilo geht an den Start Angela Christen. Auf dem Proceratosaurus sehen wir heute als erstes Ido. Der zweite Kandidat auf dem Proceratosaurus, das ist Blazenfier. Der erste, der hier für Team Dracorex an den Start geht, das ist Mats Rademacher. Und der zweite für Team Dracorex, das ist Stormagoto. Der Deinonychus ist der heutige VIP bzw. Mitglieder-Dinosaurier. Und da wir heute zwei von dem Deinonychus haben, werden wir das ganze Rad zweimal drehen. Ihr unterstützt meinen Kanal, deswegen bekommt ihr hier eine zusätzliche Chance. Die habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Und wir haben heute 8 Kandidaten am Start, nämlich Lars Balsipa, Nubikus, Lea Ewald, Leon, Mistado, Marcel Braune und Lickröte und Zelda Fanboy. Und ich würde sagen, ich drehe jetzt das Rad und dann sehen wir, wer hier als erstes mit dem Deinonychus an den Start geht. Und der erste Kandidat, das ist Zelda Fanboy, war sehr, sehr knapp mit Lars Balsipa. Du bist der erste Deinonychus und jetzt gucken wir mal, wer dein Teammate wird. Thank you.
Der zweite für Team Deinonychus. Das ist wie gesagt auch ein VIP hier auf meinem Kanal. Und deswegen drehen wir auch hier das Rad. Und dann finden wir heraus, wer hier den zweiten Deinonychus übernehmen wird. Und das wird sein... Nubikus LP. Herzlichen Glückwunsch. Und du bist damit der zweite Kandidat hier für Team Deinonychus. Team Trodon geht an den Start mit Gecko Player 44. Und das Teammitglied von Gecko Player 44, das ist Spechti King. Das erste Team Battle Royale wird jetzt hier gleich starten. Ihr seht schon, die letzten beiden Dinosaurier werden jetzt hier gerade eingeflogen in die Arena und dann geht's hier gleich los. Und genau bei diesen beiden, da bin ich sehr gespannt, wie die sich schlagen werden, weil das sind die einzigen Pflanzenfresser hier in der Arena, nämlich die Dracorexe, die beiden. Es wird ganz schön schwierig, gegen 8 Fleischfresser sich hier durchzusetzen. Aber wir werden sehen, seit dem neuesten Update können die Dracorexe sich ja verteidigen. Und ich bin gespannt, wie das gleich wird von der Kameraführung her, weil die Dinosaurier sind sehr, sehr klein, wie ihr seht. Ich hoffe, ich kriege alles aufs Bild. Falls nicht, seid mir nicht böse. Und ich würde sagen, wir starten jetzt das Ganze, gar nicht lange schnacken. Wir machen jetzt hier auf Maximum natürlich. Maximum und ein. Das ist natürlich auch wichtig, dass die Dracorexe auch Kämpfe beginnen können. Und los geht das Ganze. Der erste Team Battle Royale startet jetzt. Ich bin sehr gespannt, wer jetzt hier als erstes gegeneinander kämpfen wird. Die beiden Dracorexe laufen auf jeden Fall da hinten zusammen rum. Das ist sehr, sehr klug. Die beiden Deinonychusse bleiben auch zusammen. Die beiden Trodons auch. Also die Teammitglieder sind gerade wirklich alle zusammen. Und ich glaube, der Deinonychus wird jetzt hier als erstes gegen den Dracorex kämpfen, so wie es aussieht. Und da geht's los. Der Dracorex landet den ersten Treffer. Die anderen Kandidaten. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch jemand rechts von der Kamera kämpft. Aber der Dracorex scheint jetzt hier ordentlich zuzulangen. Hat zweimal getroffen. Der Deinonychus muss sich jetzt wehren hier. Und hier sehen wir auch noch einen Dilophosaurus und einen Trodon kämpfen. Und nochmal wurde der Deinonychus getroffen. Das ist ja unglaublich. Das ist hier ganz schön krass. Und jetzt seht ihr hier, das Gemetzel geht jetzt hier rund. Gott, da kommt man ja gar nicht hinterher. Da im Hintergrund kämpfen noch mehr Kandidaten. Eieiei. Viele bei niedriger Gesundheit. Und der Dilophosaurus da hinten wurde vom Trodon vergiftet, so wie es aussieht. Genau wie hier vorne der Dilo. Und hier vorne der Trodon. Wird jetzt angespuckt. Und der Dilo schnappt ihn sich. Der erste Trodon ist damit ausgeschieden. Der zweite Trodon auch. Also die Dilos haben hier die Trodons rausgeschmissen. Sind aber beide vergiftet durch den Kampf. Und der Dracorex und der Deinonychus sind jetzt erstmal... so auseinandergegangen. Und genau wie sie es hier tun. Also die haben sich jetzt sehr geschwächt und gehen jetzt hier erstmal auseinander. Es war ein ganz schönes Gemetzel. Ich weiß gar nicht, was hier hinten stattgefunden hat. Der Proceratu schläft. Der hier schläft auch. Ich glaube, die haben gar nicht gekämpft. Ah doch, ich glaube schon. Boah, keine Ahnung. Ah ne, hier, die beiden haben sich rausgehalten. Die beiden Proceratosauren haben sich rausgehalten. Die sind noch bei 100%. Die waren klug. Also die beiden Trodons sind leider ausgeschieden. Haben aber noch ihre Spur hinterlassen, wie ihr seht. Haben hier die beiden Dilos schön vergiftet. Spechti King und Gecko Player sind leider ausgeschieden. Tut mir leid, dass die Kameraführung gerade nicht so gut war, aber ihr seht ja, wie schwierig das ist, wenn alle gleichzeitig aufeinander losgehen. Aber ich fand es witzig, dass die beiden Deinonychusse gegen die beiden Dracorexe gekämpft haben und die beiden Dilos gegen die beiden Trodons. Also die haben sich da wirklich perfekt aufgeteilt. Und die beiden Dracorexe bleiben jetzt hier schön dicht beieinander. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr klug. Und die Zeit, die tickt jetzt definitiv gegen die Trodons, nicht gegen die Trodons, gegen die Dilos, weil die einfach vergiftet wurden hier von den Trodons. Das ist natürlich ganz schön gemein, dass sie jetzt hier vergiftet wurden, aber vielleicht können sie das Ganze ja trotzdem hier noch gewinnen, wenn sie sich ein bisschen beeilen. Das Gift bewirkt halt, dass die nicht regenerieren, sondern eher das Gegenteil, dass sie Leben verlieren. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Genau, jetzt ist das Leben auf 30 gegangen und ja, das heißt, die Zeit, die tickt auf jeden Fall hier gegen die Dilos. Ist natürlich ganz schön gemein, aber was will man machen, ne? So sind halt die Trodons. Haben halt einen giftigen Biss.
Und wenn man dann sich mit denen anlegt, dann muss man damit rechnen. Ich glaube, jetzt geht's hier weiter. Der Dilo scheint jetzt hier die Initiative zu ergreifen gegen den Triceratosaurus. Spuckt ihn jetzt hier auch direkt in die Augen. Ich gehe mal hier auf die Perspektive von dem Dilo, dann sehen wir das ein bisschen besser. Der Triceratosaurus springt jetzt hier, trifft ihn auch. Damit ist der Dilo wirklich stark verwundet. Und ich glaube... Ja, der Triceratosaurus springt auf ihn drauf und finisht hier den ersten Dilo. Der war natürlich schon hart angeschlagen. Aber der Triceratosaurus wurde jetzt hier auch noch... Ah, komm her. Ne, wurde nicht verletzt. Okay, sehr, sehr gut. Oh, da hinten sehen wir auch einen Kampf. Dilo gegen Dracorex. Und, nicht Dilo, Deinonychus. Ich komme hier voll durcheinander. Und das wird hier auch sehr, sehr spannend werden. Ich gehe auch mal hier in die Sicht, damit wir das ein bisschen besser sehen. Im Hintergrund sehen wir einen Triceratosaurus gegen den anderen Deinonychus kämpfen. Und ich glaube, jetzt ist der Dracorex hier stark getroffen. Jo, versucht sich hier nochmal zu wehren. Wird jetzt hier niedergebracht. Und der Deinonychus schmeißt hier den Dracorex raus. Damit ist der erste Dracorex ausgeschieden. Aber Team Dracorex ist noch dabei. Mats ist noch da hinten am Start. Auf jeden Fall. Und was sehen wir jetzt hier? Der Proceratosaurus schmeißt jetzt hier einen Deinonychus raus. Eieiei. Damit wird das hier ganz schön knapp. Nubikus ist leider ausgeschieden somit. Aber Team Deinonychus ist noch drin mit Zelda-Fanboy. Und da hinten sehen wir den... Oh nein. Den Gigilas mit dem Dilo. Der wird jetzt hier sterben. Weil der ist vergiftet, hat nur noch 7%, ist jetzt hier leider ins Koma gefallen sozusagen und wird jetzt hier durch das Gift sterben. Das kann man leider nicht ändern. Ist natürlich ziemlich fies, dass du jetzt so ausscheidest, aber so sind halt die fiesen Trodons. Also haben wir jetzt hier noch am Start. Wen haben wir denn noch? Genau, Ido haben wir am Start mit 100% noch auf dem Proceratosaurus. Dann haben wir Blazenfear auch mit dem Proceratosaurus mit 62% am Start. Dann Mats Rademacher mit dem Dracorex. Und Zelda-Fanboy mit dem Deinonychus. Also die Proceratos sind hier die einzigen, die noch mit zwei Kandidaten im Rennen sind. Haben hier auf jeden Fall die besten Chancen. Und Gigilas ist soeben von uns gegangen. Ist jetzt ausgeschieden. Und jetzt bin ich gespannt, wann es hier weitergeht. Oh, es scheint jetzt hier weiterzugehen. Bei Ido und dem Dracorex. Das ist Mats Rademacher. Gehen hier mal in die Perspektive von Ido. Jetzt bin ich gespannt. Mats Rademacher schlägt hier auf jeden Fall zu. Und Ido auch. Es wird hier wirklich eine knappe Kiste. Aber der Dracorex ist jetzt hier bei niedriger Gesundheit. Darf sich jetzt hier am besten nicht mehr treffen lassen. Gehen wir ein bisschen die Kamera, gucken, was da hinten abgeht. Ja, da hinten geht noch nichts ab, die sind am Fressen. Oh, da wird der Dracorex nochmal getroffen. Und das könnte es jetzt hier gleich gewesen sein. Also der nächste Treffer könnt ihr entscheiden. Und er trifft nochmal. Ich glaube, damit wird der letzte Pflanzenfresser hier in dem Team Battle Royale leider ausscheiden, ja. Er versucht sich hier natürlich nochmal zu wehren mit dieser ganz tollen Animation. Und damit scheidet Mats leider aus. Sehr, sehr schade. Haben die Dracorexe leider nicht gewonnen. Ich hätte es den Pflanzenfressern auf jeden Fall gegönnt. Mats, damit bist du leider ausgeschieden. Nicht böse sein. Ido hatte 57% Leben noch. Und jetzt haben wir... zwei Proceratosaurus mit 79 und 58 gegen ein Deinonychus mit 69. Das wird jetzt hier super, super schwierig für Zelda-Fanboy. Hat aber einen sehr, sehr tollen Skin, der Zelda-Fanboy. Muss ich jetzt hier gegen zwei Proceratosaurus behaupten. Das wird echt schwierig. Und man kann halt immer sehr, sehr schlecht zuordnen, wer hier wen trifft. Bei diesen kleinen Dinosauriern. Die hopsen immer so schnell, beißen. Mal schauen, wird Zelda-Fanboy es hier schaffen. Gegen den ersten Proceratosaurus. Er ist auf jeden Fall schon am Bluten. Ich glaube, der Procerato noch nicht. Das sieht hier ganz und gar nicht gut aus. Und die beiden trennen sich. Also scheinen jetzt beide bei niedriger Gesundheit zu sein. 33 bei Blazenfear und 21 nur noch bei Zelda-Fanboy. Oh, oh, oh. Das wird schwierig. Ido ist jetzt hier auch noch am Start. Und die regenerieren jetzt beide. Und ja, ich weiß nicht, ob der Zelda-Fanboy das noch schaffen kann. Also dafür muss er jetzt hier wirklich sich ordentlich anstrengen. Der Kampf scheint jetzt hier weiterzugehen.
Und wenn der Procerato den Deinonychus jetzt hier rauswerfen kann, dann haben die Proceratos gewonnen, ja? Ich bin sehr gespannt. Ich bin mal in den Aufnahmemodus gegangen, dann kann man das ein bisschen besser beobachten, weil die einfach so klein sind, dann kann man ein bisschen näher rangehen mit der Kamera. Und das ist so schwer zuzuordnen, wer hier wen trifft, aber ich glaube, damit haben die beiden Proceratos, ja, das Team Battle Royale gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an die Proceratosauren. Ich glaube, das sind sogar die Dinosaurier mit den schlechtesten Werten gewesen. Also nicht schlecht. Ich schaue nochmal eben, wer die beiden Gewinner sind. Zelda Fanboy hat es leider nicht geschafft. Ido hat einen 5€ Amazon-Gutschein gewonnen hier. Hat, glaube ich, auch einige Kills gemacht. Wir schauen mal eben nach. Wo geht denn das nochmal? Kampfverrufenheit. Irgendwo kann man das doch sehen, oder nicht? Die Kills. War das nicht immer hier? Fürsorgestrafe. Also er hätte hier auf jeden Fall Bonus bekommen für, ich dachte immer, das stand hier irgendwo. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube, er hat hier einige rausgeworfen, der Ido. Und der zweite Gewinner für einen 5€ Amazon-Gutschein, das ist... Wo ist er denn? Versteckt er sich? Ach, der schläft da. Blazen 4, herzlichen Glückwunsch. Du hast es auch geschafft. Also ihr beide habt auf jeden Fall hier, das Battle Royale gewonnen. Das erste Team Battle Royale. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. War ein bisschen schwierig mit der Kameraperspektive. Aber ihr bekommt natürlich jetzt hier als Belohnung auch noch einmal die Chance, euch hier so einen kleinen Snack zu gönnen. So, jetzt glaube ich, gehen die beiden Gewinner hier raus, beziehungsweise der eine. Nochmal Gratulation an Ido und Blazen4. Ihr habt gewonnen. Schreibt mich einmal im Discord an, dann bekommt ihr euren 5€ Amazon-Gutschein. Jetzt beobachten wir uns das Ganze nochmal. Oh, hier schnappt er direkt zu. Ich weiß jetzt gar nicht, wer es ist. Boah, beißt in den Arm. Das ist aber echt fies, ne? Und damit gönnt er sich hier nochmal einen schönen Besucher-Snack. Hat er sich auf jeden Fall verdient. Und falls ihr beim nächsten Battle Royale-Video mit dabei sein wollt, dann müsst ihr einmal in die Kommentare schreiben, #BR. Und mit etwas Glück seid ihr dann beim nächsten Mal mit dabei. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Like freuen, falls euch das Ganze gefallen hat. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.